Tieren. Das Krampusspiel. Vor genau einem Jahr, am gleichen Ort, wurde der Teufel von einer Hexe für immer in die Unterwelt gesperrt. Sie verschloss das Tor in die Hölle, nachdem er die Menschheit heimsuchen wollte und Angst und Schrecken verbreitete. Doch jetzt ändert sich die Geschichte erneut. Ist es nun her. Doch so Unrecht hatte der Teufel nicht. Ihr Menschen werdet immer schlimmer. Ich habe an euch geglaubt. Versucht euch zu schützen. Aber ihr enttäuscht mich. Die Streitereien werden heftiger. Der Hass dem anderen gegenüber immer schlimmer. Die Diskussionen endlos. Dabei werden die wichtigen Sachen komplett vergessen. So darf es nicht weitergehen. Aber ich alleine kann das nicht unter Kontrolle bringen. Ich hole den Richter aus der Unterwelt zu mir. Er wird mir helfen. Was fällt dir ein? Vor einem Jahr hast du mich weggesperrt und jetzt holst du mich zurück. Was willst du von mir? Ich brauche deine Hilfe. Warum um alles in der Welt soll ich dir helfen? Weil du recht hattest. Die Menschen sind abscheulich und werden immer schlimmer. Ich habe es dir damals schon gesagt,
Doch du hast gegen mich gearbeitet und den Menschen geholfen. Das war ein großer Fehler. Ich habe die Untaten der Menschen nicht wahrgenommen. Aber jetzt muss ein Ende sein. Doch dazu müssen wir das ganze Gefolge befreien. Meine Untertanen? Die hast du für immer in der Hölle eingeschlossen und im Höllenfeuer schmoren lassen. Doch im Ort Landl gab es eine kleine, finstere Höhle, in der sich die Höllgrabenteufel zurückzogen. Vor vielen, vielen Jahren bauten die Menschen unbewusst ein Gebäude über den Höhleneingang und nur eine Handvoll Einheimischer weiß, wie die Tür zu öffnen ist. Ich werde mich auf den Weg ins Tal machen, doch vorher werde ich meine Gestalt wechseln, um nicht aufzufallen. Dabei werde ich dir helfen. Padre Omnipotente, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus esti Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sed ad exteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem. Hexe, warte hier auf mich. Was da los, ein Schnappmaus. Prost! Prost, Mauna! Hallo! Servus, Christi! Darf ich mich zu euch setzen? Wenn's der Runde zahlst, sonst schleichst du gleich wieder. Natürlich, zwei Bier für die Herren. Mach mal sofort. Hey, jetzt verzähl einmal. Wo bist denn du Waldmandelhaft überhaupt her? Ich hab mich da überhaupt noch nie gesehen. Ich bin auf der Durchreise. Schau mir fremde Orte an. Und heute bin ich auf euer Dorf gestoßen. Was könnt ihr mir über Landl erzählen? Über das kaufen wir was wissen. Buttelt wird da den ganzen Tag. Vor allem wir zwei. Hasen keine Zeit zum Trinken.
Ich kenne eine Sage über ein Dorf. Was wisst ihr darüber? Psst! Ist ja laut. Das wird's keiner hören. Also, los zu, Mau. Angeblich ist hinter der Köllertier in dem Wirtshaus ein Eingang in die Höhe, weil also unsere Vorfahren, die mutigen Bauern von damals, haben da die Teufel hineingesperrt. Die glaubt haben, dass sie über uns regieren können. Und der Sage zufolge wurde die Tür mit einem Zauberspruch aus dem Buch da oben verschlossen und kann nur durch Zauberei auch wieder aufgespielt werden. So eine blöde Geschichte habe ich noch nie gehört. Aber danke für die Märchenstunde. Ich werde mich auf den Weg machen. Was heißt da Märchenstunde? Leicht raus, bevor die der Teufel holt. Oi, mit der Teufel holen. Hey! Ein sofort das Buch zurück! Wo ist er hingekommen? So ein Sauhund, verdammter! Kim, geh wieder rein! Was will uns der schon tun? Unheimlich war der Typ schon! Ah, bring uns noch eins! Schall wie dei, wie du wie dei, Heidau, hei, wird's lustig sein! Schall wie dei, wie du wie dei, Madel, häng die Beine rein! Schall wie dei, wie du wie dei, auf geht's, Burmann, Ost, vor drei! Idioten. Ha, Hexe, der Schlüssel zu meinen Gefährten befindet sich in diesem Buch. Diese beiden Trunkenbolde werden die ersten sein, die die Hölle kennenlernen. Und ihnen werden alle Menschen folgen, die sich uns in den Weg stellen. Komm schon, Hexe. Hol meine Mannschaft zu mir. Und heiz den Menschen ordentlich ein. Mit Vergnügen. Was passiert jetzt? Kim! Schnell! Aus da! Ja, hey! Verschwind mal aus da! Kommt schon! Schnappt euch alle Bösen der menschlichen Rasse und zehrt sie in die Hölle! We'll be right back.
Aufhören! Wer hat das gesagt? Ich bin das Gute. Und mit deiner Sklaverei ist jetzt Schluss. Das Gute? Auf einmal lässt du dich hier blicken? Ich war immer hier. Und ich bin noch immer in den Menschen. Manchmal sehr verborgen, aber ich bin da. Und was du hier treibst, Teufel, hast du nicht alleine zu entscheiden. Und Hexe, auch du hast nicht die Berechtigung, so etwas zu tun. Die Menschen machen immer mehr fatale Fehler. Aber Teufel, auch du trägst ein großes Laster mit dir herum. Wie viele unschuldige Menschen hast du schon bestraft? Wie viele hast du leiden lassen, die nichts dafür konnten? Du suchst dir willkürlich Opfer aus, ohne darüber nachzudenken, welche Auswirkungen es haben könnte. Aber dem setze ich jetzt ein Ende. Hexe, du hast die Menschen verraten. Darum wirst du die Erste sein, die die finsteren Gestalten anführt, auf dem Weg in die Unterwelt, wo du für immer bleiben wirst. Verschwinde und lass dich hier nie mehr blicken. Teufel, das Gute wird immer da sein und die Oberhand behalten. Geh mit deinen Gesellen zurück in die Höhle. Danach wird das Tor wieder verschlossen. Liebe Menschen, der Teufel ist wieder unter Kontrolle. Nun soll auch das Gute wieder zu euch kommen. Teufel, in Zukunft wirst du das Gute mit deinen Gesellen begleiten und beschützen, wenn er, der heilige Nikolaus,
bei Nacht und Nebel durchs Land zieht. Und nur er entscheidet über Recht oder Unrecht. Ich habe verstanden, aber das Böse wird weiterhin hart bestraft. Grüß Gott, liebe Kinder, liebe Leute. Wie jedes Jahr ist soweit. Wenn der Teufel meint, er muss regieren, dann muss ich als Guter einmarschieren. Das Gute hat mich gerufen, dass ich komm, und über den Teufel mit den Gesöhnen nur ich bestimm. Bei der Hex, wie ich so richtig wüt, die hat sich heuer mit dem Besen gespült. Enttäuscht bin ich von ihr, Sapperlot, dass sie mit dem Teufel ein Banscherl hat. Freilich gibt's immer ein wenig was zum Streiten, das kriegt man oft mit schon vor der Weiden. Aber dass Kinder nicht jeden Tag brav sind und fallen, trotzdem kann's nicht jeden Tag aufs Neiche der Teufel holen. Drum Teufel, so wie du heute tust, das geht zu weit. Es gibt nicht nur schlimme Kinder und Leid. Da unter uns sind sicher auch ein, die was für dann lieb, freundlich und hilfsbereit sind. Die Kinder, die was glauben, dass sie einer von den Braven sind, die stellen sich jetzt für einen kleinen Sackerl an. Bei denen, wo ich weiß, dass sie nicht immer spuren, wird der Teufel sicher nur mehr ganz laut buhren. So Krampus, ob heuer musst jetzt einmal losen. Und nur mehr wenn's ich dir sag, dann kannst recht toben. Ich sag in Zukunft, was du tust, auch wenn's mir wohl nicht immer spürst. So, alle miteinander. Auch heuer wollt ich eigentlich mit meinem Gedicht ein wenig belehren. Und irgendwas wie ich auch nächstes Jahr vorhin hören. Für Gott, liebe Kinder, liebe Leute, es war mir wohl a recht erfreut. Ich hab' den Frieser!
Wesen! Why? You want me to show you why? Meine Damen und Herren, wir sind die Höllgrabenteufel Landl. Wir leben Brauchtum. Wir werden wiederkommen.